Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Schanden und ihr befindet euch bei mir hier im Spiel Asgard Wrath 2. Ja, wie ihr seht, habe ich mein Schwert verloren. Bin ich bereit, weiter vorzudringen durch die Wüste. Ich sammle zwischendurch die ganzen Sachen natürlich an. Wir haben natürlich viele Aufgaben schon erledigt, aber huch, da oben hängt ein Mensch. Da hängen mehrere Menschen. Kann man mal die runterholen? Ich habe Lederhaut und goldene Maske bekommen. Den holen wir oben nochmal runter. Cool, also das ist natürlich gut zu wissen. Das heißt, wir holen alle runter. Damit wir ein paar Punkte bekommen dafür. Beziehungsweise. So, guck mal. Das ist doch ganz gut. Ich glaube, das sind Sachen, die wir später verkaufen können wahrscheinlich. Das sammeln wir alles. Damit können wir auf jeden Fall Getränke basteln. Und ja, Getränke basteln. Das war es eigentlich schon. Mehr ist dabei nicht zu sagen. Gucken wir mal, was es jetzt hier gibt. Ja. Oh, da unten liegt auf jeden Fall nochmal ein Getränk. Das holen wir uns. Die sind Level 10. Die sind Stufe 3. Ich weiß nicht, wie weit wir da kämpfen können. Aber wir können auf jeden Fall mal kurz im Inventar gucken, ob unsere Getränke überhaupt schon drin sind. Haben 5 Heiltränke. Das sollte erstmal reichen, ne? Was gibt das? Blätterteig ist mit einer Gesundung. Somit ist es nicht verwunderlich, dass es den Feuerstand da konnte. Ah, okay. Wir haben aber noch irgendwas gehabt. Und zwar für unsere Waffen, glaube ich. Da. Waffen, nur für Schaden. Rüstung, leichter Blutungsschutz. Blutung vor das physische, okay. Aber es ist ja auch nicht schlecht. Das packen wir einfach mal. Können wir das hier aufpacken, auf die Waffe? Ist auch nicht schlecht. Hier haben wir schon Wasserschaden drauf. Hier haben wir physischen Schaden, den wir höher gemacht haben. Ist ja, oh, hätten wir auch darauf packen können, fällt mir gerade ein. Na egal. Beim nächsten Mal. So, dann gehen wir wieder raus. Und dann lassen wir weitergehen. Okay. Nichts bekommen dafür? Schade. So, dann lassen wir schauen. Da drüben. Ich erinnere mich an Gerüchte über Banditen entlang des Flusses. Seid auf der Hut. Schon wieder so ein Gockel da oben. Werft die Axt und haltet zum Anhalten und neu ausrichten LT gedrückt. Ach, was, das geht auch? Das ist ja ziemlich cool. Nee, was war das? Ah, werft die Axt und... Ah, okay, gut. Versuchen wir mal. Ah, okay, muss man ein bisschen üben. So. Das ist schon ziemlich cool. Jetzt müssen wir gucken, ob die Patrouille, die hier gerade eben längs geflogen ist, auch da ist. Nein, also, was ist das denn da? Müssen wir kurz mal hin. Seht ihr, das sind so zwei Dinger. Sollen lieber explodieren, nicht, dass sie da irgendwie hier zerstört werden. Okay, was kann das Ding? Können wir da jetzt irgendwie rüberkommen? Nee. Was muss man denn machen, um da hinzukommen? Geht auch nicht. Nee, wofür ist das? Kriegen wir noch eine Fähigkeit vielleicht, die das nutzt? Wie bei Link damals. Dass wir hier irgendwie was bekommen mit Enterhaken oder irgendwie sowas. Wieder fliegt dieser rote Geier da über uns. Ja, kann ich nicht von hier einsammeln. Dann sammeln wir das von hier ein. Oh, da ist ein Gegner. Oh, ein Gegner. Noch nicht erledigt. Verdammt, ich muss aufpassen. Das war auch ganz nett pariert. Aber jetzt habe ich doch irgendwie was verloren. Da war doch irgend so ein... Da, dann lass uns mal kurz den Stein wiederholen. Unser Schild wieder aufbauen.
Ich sammle trotzdem mal die ganzen Sachen ein. Wer weiß, was wir die noch alles gebrauchen können. Man weiß es nie, ne? Ist hier oben irgendwas? Gucken wir mal hier durch. Mit diesem scheiß Mist hier, ne? Das war's. Gut. Zweifelt niemals an mir. Hab ein bisschen Schutz verloren, aber was soll's. Okay, das Ding müssen wir auch erstmal runterholen, dann. Nur nochmal. Gut. So. Okay. Da oben ist ja auch so ein Ding zum Draufwerfen. Sehe ich jetzt erst. Da müssen wir auch noch mal kurz hin. Da kann man auch irgendwas drauf. Seht ihr das da oben? Über dem Kopf von der Krokodilsstatue oder was ist da jetzt? Wir testen mal, ob wir das treffen. Was passiert? Ach, eine Truhe ist gekommen, okay. Können wir die aufmachen ohne. Oh, perfekt. Okay. Gut. Ja, es macht schon echt Laune hier. Also so sehr interaktiv das Ganze. Wenn wir hier so rumwandern, dann können wir uns ja mal über die Grafik unterhalten. Ich habe ein, zwei Leute haben mir geschrieben, dass sie die Grafik suboptimal finden. So, dafür, dass es so ein VR-Erlebnis ist. Aber also ihr müsst es wirklich das Headset aufhaben, um einfach mal drin zu sein. Ich gebe zu, die Texturen sind sehr schwach, teilweise auch matschig. Aber wenn man da rumläuft, sieht man das auf einmal nicht mehr. Also es hört sich immer so blöd an, da sieht man es nicht mehr. Aber es ist tatsächlich wirklich so. Auf einmal ist es wie verschwunden. Man guckt nur noch die Umgebung an und fügt sich komplett dem. Ja, man fügt sich komplett der Welt. Und ist einfach nur dabei. Und jeder weiß ja, dass zum Beispiel Zelda auch nicht das Grafikwunder ist. Also jetzt gerade Breath of the Wild oder der neue Teil auch. Aber trotzdem machen sie ja Laune. Und das hat was zu tun mit dem Spielspaß. Und der Spielspaß, der ist hier einfach komplett gegeben. Also wirklich. Ohne Flachs. Das geht irgendwann auch alles so gut von der Hand, dass man irgendwie wirklich nicht mehr darauf achtet. Und diese Axt macht einfach Laune, weil ihr einfach auch ihr Ziel nicht verfehlt. Das ist wirklich einfach cool gemacht. Also wirklich, ich finde das fantastisch. So. Guck mal hier, können wir wieder anfangen gleich. Und da oben können wir die Brücke rüberholen. Okay, versuchen wir mal. So. Das war doch mal ein netter Wurf. Die kann man auch mal warten, bis die Gegner kommen, ne? Das fällt mir jetzt gerade auf. Hätte ich machen sollen. Mach ich beim nächsten Mal. Aber da drüben sind welche. Kann ich auch machen, solange die Gegner noch da sind. Okay. Die Zeit ist um, sagt er. Na gut. Oh. Okay. Schon gut, verstehe. Persönlicher Freiraum. Das wird ein guter Kampf. Können wir noch nicht aufmachen? Da ist noch einer. Der schießt Pfeil auf uns. Komm her. Wo ist der hin? Oh, oh, oh. Tut mir leid. Hat die mehr eingesammelt? Aber jetzt können wir die aufmachen, die Truhe, ne? Ist immer so ein bisschen so, wenn Gegner da sind, geht's anscheinend nicht. Mir vorher nicht aufgefallen. Aber jetzt schon. Gut. Oh,
diese gigantischen Statuen schocken einfach, aber es schockt alles irgendwie. Also es macht irgendwie einfach nur Spaß. Okay. Also man muss mehrere Sachen treffen hier anscheinend. Da sehe ich das verkehrt. Ah, okay, und muss ich richtig schnell sein. Okay. Da muss man flott unterwegs sein. So kleine Puzzleinlagen, ne? Die machen schon Laune. So ein Kram einsammeln. Und da unten ist hier so ein Stein. Aber das gibt auch eigene Fähigkeiten, ne? Welche Schätze wohl darin liegen? Nein. Die Mission hat Vorrang. Okay. Stark. Oh, schnell weg hier. Oh, sie hat uns das ganze Ding weggemacht. Okay. Ich brauche das nicht. Meine göttliche Begleitung. Das müsste ich beim nächsten Mal dran denken, dass ich das Schwert in die Luft halten kann. Komplett vernachlässigt. Überragenden Heiltrank bekommen, auch nicht schlecht. Okay. Huiuiui, der war ganz schön. Wurde ein bisschen mulmig bei dem gerade. Die Brücke ist. Hier runter die Brücke? Wahrscheinlich nicht, ne? Da ist ein Stein. Ein Wurfding. Nein. Wo? Oh. Diese scheiß Viecher da. Mir geht's gut. Boah. Okay. Gut, was weggenommen. So, Schwert. Okay, dann noch eine Beere, die nehmen wir auch noch mit. Gut. Wenn ich wundere, ich spiele das Ganze im Sitzen, also ich stehe nicht. Das ist auf Dauer zu nervig. Da hat die Dinger, die sind für irgendwas gut, ich weiß nur noch nicht für was. Wollen wir hier hochgehen? Hier haben wir da oben irgendwas. Das ist eine Kiste auf jeden Fall. Gehen wir auf. Eingesackt. Das Spiel ist eingesackt, ja. Beutel des Niss. Mal gucken, was das ist. Da können wir ja nicht hochkommen. Da können wir wahrscheinlich nur hochkommen mit diesem Ding da. Da kann man bestimmt irgendwas machen. Irgendwas aufladen oder irgendwie so. Aber das können wir noch nicht. Oh, gut.
Vielleicht finden wir ja die Fähigkeit dafür hier irgendwann gleich. Schauen wir mal. Gut. Jetzt geht es mal geradeaus weiter. Oder hier vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Kann ich hier auch treffen? Immer wenn ich zu dicht an meinem Dings hier bin, komme ich da ran. Okay. Gibt es da irgendwie was, wo man das was werfen kann? Ah, nicht von hier, ne? Ich sehe nichts. Na gut, machen wir dieses erstmal. Okay, hier müssen wir irgendwie rüberkommen. Und zwar so. Selbst die große Gottheit wird von Gier versucht. Ja, das stimmt. Ich werde mich nicht beschweren. Da muss ich ja durchzwängen, glaube ich. Okay. Eure Göttlichkeit verleiht euch die Fähigkeit, Situationen genau einschätzen zu können. Und ihr habt die Fähigkeit, aus allen Richtungen kommende Gefahren zu erspüren. Na gut. Ich nehme mal kurz mit. Das war nicht Sekhmet. Geht's hier runter? Oh, verdammt. Das ist mal ein bisschen doof, wenn man hier irgendwie runterrutscht. Und ich weiß, wo man landet. So. Ne, Sekhmet war das nicht. Wer war das denn? Okay, das ist ganz schön zerstört, die ganzen. Geräusch. Da haben wir so ein Galgenheini. Hier ist unsere Stelle, wo wir anfangen können. Das ist schon mal gut. Für uns, falls wir gleich sterben. Es sieht so ein bisschen aus, ob hier wir gleich einen größeren Kampf haben. Nee, hier haben wir erstmal was Göttliches wieder. Ein Götteraltar hier? Ist denn kein Ort frei von ihrem Einfluss? Wir sammeln trotzdem kurz ein hier. Okay. Das auch. Oh, hier. Gut entdeckt. Haben wir auch. Quacksilber haben wir auch eingesammelt. Gut, ja, hier ist natürlich wieder ein bisschen ganz anders. Ein nubisches Schiff in der Wüste. Ein Opfer der Stürme des Sees. Nicht durch, ne? Da ist ja irgendwas im Weg hier. Da müssen wir so einen Stein, können wir da irgendwie machen. Kann ich das hier durchhauen? Ne, das geht nicht. Gut. Dann lass uns mal groß werden. Halt, wir sammeln noch die Kräuter hier ein. Welch makellose Steine. Mein Vater gab mir immer seine beste Arbeit, um ihre Makellosigkeit zu beweisen. Oh, wie oft sie mir aus der Hand gefallen ist. Und doch blieb sie stets unversehrt. Wir werden bald miteinander fertig sein. Dann nützen euch meine Erinnerungen nichts. Schwachpunktfalle, okay. Das sieht wieder aus wie so ein grüner Stein. Ich glaube, wir kriegen heute was dafür. Bin mir ziemlich sicher. So, genug abgegrast. Sobek mag den Nil schützen, Frosch. Aber sein Abbild kann er nicht vor mir. Frosch! Warte, du kleines Fröschlein! Okay, dann lassen wir mal groß werden und zum Gott werden, damit wir irgendwie... das schaffe ich ja. So, hin drauf. Götter des Olymps! Okay. Nach all der Zeit immer noch neu. Um einen physischen Gegenstand im himmlischen Raum. Befreit die Seele des Tiers. Nein, ergreift die Seele oder es war alles umsonst. Und jetzt lass die Seele über dem Gegenstand frei, um ihn mit ihrer Energie zu tränken. Hm? Wink. So, Zeigung passiert die Seele mit Sockel. Was soll ich machen? Ergreift und erntet eine. Ergreift und erntet eine. Was für eine Seele denn hier bitte? Da hinten? Was soll ich hier machen? Ach, hier ist eine Statue. Kann ich das Pack bekommen? Hier kann ich nichts machen.
gereift und noch eine Tierseele. Wie viele Tierseelen brauche ich denn? Das geht doch alles gar nicht hier. Hä? Er greift und erntet eine Tierseele. Habe ich doch gerade gemacht. Die will ich haben. Habe ich sie. Quetscht mit Elchen zu ernten. Ich verstehe das nicht. Warte mal. Komm her. Komm her. Ich muss da irgendwas machen. Jetzt? Es geht nicht. Zeigt und platziert die Seele im Sockel. Welchen Sockel denn? Aber da ist ja auch so ein Sockel. Soll ich da mal versuchen zu platzieren? Ach, ich muss sie nur reinfliegen lassen. Ah, okay. Kann ich hier platzieren? Kann ich da drüben holen? Ach so, jetzt kann ich es weg. Wo kann ich es hin tun? Da ist was dran. Soll ich das Boot hier zusammenbauen? Anscheinend. Wo kann das Stück denn hinkommen? Da wird's nicht hin. Ach so, es geht unten hin, weil ich damit klettern kann. Okay. Perfekt. Was gibt's noch? Da kann ich laufen an der Wand. Okay, habe ich verstanden. Gibt's denn noch irgendwas, wo man Seelen ernten muss? Nee, ne? Sehe ich jetzt nicht so. Dann lass mal runtergehen. Okay, das ist natürlich krass. Also das ist krass. Das ist witzig. Gehen wir hier nochmal schnell durch? Hier ist nichts. Hier kann man irgendwie Rohstoffe ernten, das kann man gar nicht. Na gut. So, lass mal hochklettern, kratzeln. Das ist natürlich ganz geil gemacht wieder mal, ne? Also. So. Also wirklich gut gemacht, muss ich einfach mal sagen. Gut, hier kann ich das runterlassen. Aber wie kommen wir jetzt da hin? Wie komme ich jetzt da rüber? Das geht nicht, ne? Ich kann das doch runterlassen, aber nicht mehr. Okay, das bringt uns nichts. Ist hier irgendwas anderes, wo wir hoch können? Damit wir diesen Laufding da benutzen können? Auch nicht, ne? Warte mal, vielleicht eine andere Idee? Kann ich das Blatt nochmal nehmen? Nee, gar nicht. Nee, das landet immer genau da, wo es hin soll. Okay. Habe ich irgendwas übersehen hier noch? Naja, ich könnte als Figur auch erstmal da reinlaufen, oder? Oder geht das gar nicht? Aha, seht, hier ist Sobeks Nil. Da gehen wir durch, okay. Okay, hier gehen wir auch durch, glaube ich. Wirklich feine Hand von sterblichen Händen, nicht göttlichen. Wie ich sehe, waren wir nicht die Ersten, die wir schätzen sollen. Hebt das für später auf. Oh ja, und rein da ab dafür, ey. Wie ich sehe, waren wir nicht die Ersten. Hier ist nur nicht Hacksilber. Also echt sammeln und looten ist hier auch echt groß geschrieben, ne?
Quatsch. Bin ich gleich gestorben, weil ich runtergefallen bin? Nein, ne? Tatsächlich, ey. Ist jetzt ein bisschen Quatsch, oder? Da geht's auch hoch, aber hier hinten ging's auch hoch, da. Ja, lass uns erstmal hier hochgehen. Schon vorsichtig vielleicht. Okay. Ein Plünderer kam uns zuvor. Aber vielleicht hat er die kostbarste Beute übersehen. Hoffentlich war nicht alles umsonst. Okay, ich kann nicht durch. Dachte, ihr könnt irgendwie durch. Ja. Wir so unten nochmal gucken. Hier vielleicht. Was ich will. Ist das der höchste Punkt? Ich weiß nicht. Wiederbelebungspunkt, Trank, okay. Warte, ist noch einer. Okay, den kriege ich von hier, oder? Wir müssen eh nochmal darüber, weil ich will ja auch natürlich die Truhe da drüben haben. Lass mal gucken, was hier liegt. Die Mauer von außen bewegen lässt? Ah, okay. Hier hat er. Da kann ich. Selbst mit eurem sogenannten Segen. Machen wir gleich. Lass uns einmal kurz darüber gehen. Nochmal die Truhe auf. Hier aufmachen. Nicht, dass da was drin ist, was wir gebrauchen können. Da. Okay. So, schnell mal rüber. Bam! Können wir hier links laufen? Jetzt können wir nicht, ja. Da kommen wir hinten durch, okay. Ja, wenn die Mauer sich verrücken lässt, schafft es euer Lieblingssterblicher. Wo bin ich denn gerade? Bin ja wahrscheinlich. Da bin ich, okay. Warte mal. So. Gut gemacht, oh große Heiligkeit. Oh, das war's. Und jetzt schaut euch meinen sehr würdigen Sprung an. Guck mal, Schwert. Da. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen hier. Zack, boom. Hier ist der Startpunkt, schon mal gut. Dieses Schiff nimmt kein. Runterlassen. Wenn diese Mauer nur länger wäre. Kein Problem. Wir können sie länger machen. Geht das nicht? Guck mal. Okay, und an den grünen Stein kommen wir ja nicht vorbei. Also irgendwas kann man mit einer Kraft bestimmt machen noch, dass man auch an denen vorbeikommt, aber hier geht's gerade nicht. Hm, schade. Lass mal hier durch. Dahin wahrscheinlich, ne? Oh, was ist da denn drin, Nettes? Frage, wie man da hinkommt. Also runter komme ich da ja nicht einfach so. Da ist ein Löwe drin. Nee, das ist ein Panther, ne? Okay. Und da irgendwie runter? Kommt
da denn hin? Cool, ja, hier ging es noch nicht weiter, oder wie? Also es geht nur weiter, wenn ich hier dieses grüne Ding da verrücke. Ja, okay, dann müssen wir noch gucken, was da irgendwie noch einen coolen Weg gibt. Kurz mal gucken, wie es ist, das Riese. Ach, da geht's auch weiter, okay. Ich sehe keine Mauer, die ich entlanglaufen könnte. Nicht hier. Das schafft er. Die Mauer weist den Weg. Mal runterlassen. Kette. Und jetzt geht's hier durch. Käfig. Das ist der Ursprung des ganzen Lärms. Naja, auf jeden Fall ein ordentliches Viech da drin. Ach, verdammt. Nicht jetzt. Wir brauchen das vielleicht später noch. So. Okay. Oh, da fliegt dein Kopf. Blutig. So. Was gibt's denn hier noch so? Oh, da liegt noch was. Gut. Sollen wir irgendwas kaputt machen? Komm hier durch. Guck mal, gibt's da irgendwas? Oh, da liegt noch was. Aber nichts. Völlig okay. Gehen wir hier mal runter. Das wird spannend. Denn ich glaube, dieser Käfig ist ein Endermund. Das sieht aber echt nicht so zutraulich aus. Okay. Das ist jetzt dumm. Dieser Panther wird ertrinken, wenn der Käfig weiter sinkt. Solch eine Bestie zu befreien, könnte gefährlich werden. Aber ich muss es versuchen. Ich sterbe bestimmt, wenn ich noch länger hier bleibe. Wenn mich diese gewaltige Bestie vorher erledigt. Eine Gottheit mit Mitgefühl? Eine musste es geben. Das ist der Dank. Ich suche mir einen eigenen Ausweg. Ach, guck mal, sie hat uns einen kleinen Weg freigemacht. Und jetzt? Okay, sie ist nett. Irgendwie. Kann ich links laufen? Hä? Ach, warte. Das Seil! Wohl nicht schwimmen. Naja, ich kann auch nicht schwimmen, ist ja nur ein kleiner. Okay. Und jetzt? Eine stolze Kreatur. Nicht wie der Sterbliche, von dem ihr Besitz ergreift. Geht zu ihr. Wohl an. Geht. Geht einfach langsam. Sachte. Mist. Wir wollen nichts Böses. Ich komme nicht ran, irgendwie. Was habt ihr da? Geht nicht. Andenken an euer letztes Opfer? Nun, streckt eure Hand aus. Meine Hand ist noch... Eine Verbindung. Was ist passiert? Ich hielt euch für verloren. Sie kann reden? Nein, Sterblicher. Ihr könnt hören. Oder eher die Gottheit in euch. Was wollt ihr? Das ist mein Dank. Ohne mich wärt ihr noch in diesem Käfig. Ohne euch oder eure Gebietergottheit? Redet ihr nur. Sieht doch geil aus. Ich hätte euch auf diesem Eiland zurücklassen sollen. Wie ihr wollt. Ohne mich überlebt ihr nicht lang, Mensch. Göttliche Hilfe hin oder her. Banditen überfielen das Schiff und meine Prinzessin. Trotz der besten Wachen von Kusch. Okay. Oh, wie gerne ich ihre Kehlen aufschlitzen würde. Solange es nicht meine ist. Vielleicht können wir einander von Nutzen. Oh, vielleicht, ja. Wir werden sehen. Seid ihr zufrieden? Jetzt habt ihr zwei Haustiere. Ja,
Göttliche Gestaltung jetzt? Das ist nur der Anfang. Heb den Panther hoch. Sie wird. Jetzt haltet die andere Hand über den Panther. Das ist der Effekt. Die erste Begleiterin von vielen. Neue Freundschaften müssen gepflegt werden. Kehrt zu eurem Sterblichen zurück und stärkt die Verbindung zwischen den beiden. Okay. Was ist das schon wieder? Eifersüchtig, kleiner Mensch. Ich dachte, ihr wollt mich angreifen. Krass. Ich würde sagen, wir gucken beim nächsten Mal, was wir mit der Tante alles machen können. Die ist schon ziemlich cool. Also wenn es ein Reittier ist, wie geil ist das denn? Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.